Ja, und zum Abschluss des Tages ergibt sich hier so ein Spontan-Urbex in dieser verlassenen Lagerhalle. Gucken, ob wir da überhaupt reinkommen. Überall scheinen alle Fenster zerdeppert zu sein. Und das Schiebetor ist auf. Und da komme ich gerade noch so rein. Hallo? Ah ja. So, schauen wir mal an. Die Decke scheint ja noch recht stabil zu sein. Also hier hat sich tatsächlich schon mal jemand ausgetobt. Kinderwagen, Werkbänke, Stromkasten, da ist noch ein Rolltor. Ein altes Schränkchen. Heizung. Ja, viele Glasscherben auf dem Boden. Ist das denn hier Hauswirtschaftsraum? Aha. Okay, hier haben wir eine Dusche. Badezimmer. Jede Menge Zeitungen, Spiegel, Teelichter. Eine Festplatte. Musikkassetten, DVD-Hülle. Ein Tresor. Der steht aber auf. Ist auch natürlich nichts mehr drin, klar. Jetzt komme ich da nicht dran vorbei. Naja, sei es drum. Schlafsäcke. Ein Aquarium. Ein Kinderspielzeug. Eingangsbereich. Ja, also nicht viel Interessantes hier. Irgendwie so ein altes Wohnwerkstattgebäude. Boah, mal an dem Tresor hier vorbeikommen. Aber wenigstens dokumentieren, bevor das Ganze verschwindet. Was haben wir denn da oben? Ach, eine Kühlbox. Wie praktisch. Auf der anderen Seite, außer Glasscherben. Okay, hier sieht es ein bisschen schlimmer aus, da ist die Decke schon eingebrochen und natürlich auch hier wieder jede Menge alte Autoreifen. Keine Ahnung. Und Kinderbauplätze. Ja, so, das ist der Eingangsbereich. Hier so ein Elektrokasten, Zähler abmontiert, ein paar FIs sind noch da, ein paar Leitungsschutzschalter. Oh, da sieht man das Dach. Oh, nicht so spannend. Geht das da oben eigentlich weiter? Nein. Das ist alles eingeschossig hier. Und da hört das tatsächlich auch schon auf. Hier ist noch so ein einsamer Raum. Ja, so ein Kurz-Urbex beim Vorbeifahren mal eben entdeckt. Tür stand auf, also einfach mal dokumentieren. Ja, also da sieht man tatsächlich schon den Himmel durch das eingebrochene Dach. Und ich denke immer, hier liegen überall Relais auf dem Boden rum. Gut, sei es drum.